Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Motorsport Manager. Eigentlich wollte ich gerade Qualifying sagen, weil hier oben Qualifying stand. Ja, wir sind in Doha und machen ein Qualifying und dann gleich das Rennen. Sehr weiche Reifen, die haben wir leider nicht. Wir haben nun halt die mittleren Reifen nutzen sich. Boah, das ist ja super. Mittlere Reifen nutzen sich weniger ab. Da wir sowieso kein Rennen drin haben. Passt das ja wieso ganz gut. So, Shintino, rausfahren. Du hast ein gutes Setup, ja, gefällt mir. Fahr raus. 10 Sekunden sind doch arg wenig für Qualifying, ey. Sponsorenziel. Ist sogar schön gekennzeichnet jetzt. Automatik. Können wir das automatisch machen? Ach cool, das kann man sogar jetzt... Regnet's? Nein. Bin mal gespannt kurz. Ob der den Wagen automatisch langsamer oder schneller fährt. Das schickt sich auch mal raus. Weil ich will gerne zwei Versuche halt die wieder machen. Und sie hat schöne freie Bahn. So, Automatik. Ja, der fährt lang. Oh, geil. Wenn wir jetzt echt hinkriegen, dass der Wagen einen richtigen Punkt ist, dann ist das wirklich richtig gut. Jo, ging so fast hin. Also die okay, Bremsen sind immer relativ schwer hinzukriegen. Er hat keine freie Bahn. Wieso kommen die ganzen Idioten jetzt aus der Boxengasse? Das ist doch totaler Schwachsinn, was die da machen. Okay, dass wir jetzt erstmal Erster sind nach der ersten Runde, ist wohl eigentlich logisch. Okay, er ist langsamer. Das muss man halt verstehen. Ne? Er hat Nackenprobleme. Bergwist hat auf jeden Fall eine gute freie Runde. So, zack. Vierter. Ja, der wird erstmal. Ja, er kann einen hinter sich halten, zumindest. Oh, sie ist gar nicht mal so weit hinten. Sondern noch nicht mal eine ganze Sekunde. Zurzeit auf Platz 3, würde ich mal sagen. Aber das wird noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Jo, 1,5 Sekunden. Ja, da hast du einen ziemlich starken Fehler wohl eingebaut. Mal schauen, dass Shintino noch eine freie Runde hinkriegt. Den schicken wir direkt mit neuen Reifen mal raus. Weil ich werde sehr wahrscheinlich wieso größtenteils mit den Softreifen fahren. Mediumreifen fahren, nicht mit den Softreifen. So, hier tuckern alle hier rum. Was macht ihr denn da? Oh, sie muss sich aber auch jetzt fast schon ziemlich stark beeilen, eine Runde hinzukriegen. Gucken wir ihm kurz zu. Zurzeit schaffen wir das Sponsorenziel. Das ist echt, finde ich, richtig geil, dass man jetzt hier das Ding den Fahrer selber entscheiden kann, wie er seinen Reifen aufwärmt. Also wenn er zu sehr aggressiv fährt, hat er Pech. Komm da voraus. Boah, Glück gehabt. Das wäre ja auch jetzt wieder total unfair gewesen. Beide kriegen es nur auf gut hin, den Reifen. So langsam aber schneller werden, ist mir das eigentlich egal. 2 Sekunden Rückstand ist schon eine Menge. 1,5. Ja, wenn er sich also auf Platz 10 vor 13. Da bin ich mal gespannt. Sie ist auf jeden Fall auch wieder schnell unterwegs. Ziemlich verkehrt. Also 13. und 14. Okay, ist jetzt nicht das, was ich mir gerade vorstelle, aber wenn sie durchzieht. 4. Was ist das denn für eine Runde gewesen? Hammer! 5. am Schluss. Aber ein super Qualifying-Ergebnis von Bergwist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, man könnte natürlich, wenn er jetzt Nackenprobleme hat, ihm das schlechtere Auto zuschieben, damit sie halt das stärkere Auto hat. Könnte man eigentlich machen beim nächsten Rennen, wenn er da noch Nackenprobleme haben sollte. Wir haben auf jeden Fall unseren Bonus erhalten. Er ist 14. Sie ist 5. Also Respekt. Das war eine richtig gute Runde. Haben wahrscheinlich gar nicht so drauf geachtet. Auf die Runde von ihr. Von daher ist es schön zu sehen. So. Boxenjob-Legende mit mittleren Reifen. Und die mittleren Reifen halten länger mit mittleren Reifen. Geil.
So, Konfiguration ist auch gut. Moment, wie lange halten die Reifen denn? Da müssen wir uns mal kurz vergewissern. 14 Runden. 10 Runden. Sie wird ungefähr 8 Runden fahren können. Fahren Medium-Medium mit ihr. Das ist ja mal neu. Bonus und Pipapo. Was da drunter steht? Also auch wieder etwas Neues entdeckt gerade. Spritmäßig sind wir fast 30 Runden. Nicht, dass ich irgendwas umgestellt habe aus Versehen. Das wäre eigentlich jetzt ziemlich schade. Wir machen mal 8. Na komm, 16 Liter. Bin mir nicht sicher, ob das richtig ist oder falsch. Er kann wieso länger fahren mit den Reifen. 11 Runden plus dann. Das wird wieder ein Spaß, also auch wieder Medium, Medium. So, sparen wir uns einen ganzen Boxenstopp sehr wahrscheinlich. Was ja auch Zeit kostet. Okay, hier eigentlich nicht so sehr, weil der die Boxenausfahrt sehr, sehr kurz ist. Aber wir lassen es lieber mal so. Also mit Medium zu starten wäre doch, glaube ich, so finde ich jetzt im ersten Moment die richtige Entscheidung. Guter Start. Auf Platz, kommt auf Platz 4 durch. Oh, ja, das ist sogar noch besser. Was macht die? Okay, was ist hier los? Warum? Es freut mich natürlich, dass sie gerade so gut durchs Feld kommt, aber was ist los? So, die fahren alle natürlich auf Volldampf, außer der erste. So, wir gehen auf Mittel-Mittel. Die Reifen wärmen sich auch da auf. Jetzt würde ich mir gerne wünschen, dass das Rennen jetzt schon vorbei wäre. Das wäre nämlich ein richtig gutes Ergebnis. Oh, man sieht den direkten Rückstand. Direkt, also man sieht, wie viel Stopp die Fahrer haben. Safety Car. Möchten Sie einen Boxenstopp machen? Oh, dass Sie das fragen, das ist ja auch mal geil. Nein, bleibst draußen. Nein, beide bleiben draußen. Ich tue Reifen schonen, Sprit schonen. Wer ist denn ausgefallen? Ah, El Salat ist ausgefallen. So, oh, da kommen manche in die Boxengasse. Aber wir werden ja wieso nur einen Boxstock machen. Und jetzt kommt es natürlich. Durch diese kurze Ausfahrt haben wir Pech. Und bleiben immer noch Zweiter. Der hat jetzt neue Reifen. Okay, das war jetzt eine Runde Reifen. Ne? Das ist jetzt gar nichts eigentlich. Wieso soll ich denn in die Box kommen? Das könnte ich mir eigentlich schon mal fragen bei Formel 1. Fast bei jedem Boxstock gehe ich direkt in die Box. Dieser Safety Car, haben sie das Safety Car auch neu gestaltet? Oder ist es immer noch gleich? Nur eigentlich eher gleich geblieben. Halt ein bisschen detaillierter, aber ansonsten gleich. Gentin ist auf 15 immer noch. Also jetzt nicht nach vorne gekommen oder so. Aber man sieht ihn direkt, man sieht immer direkt den Rückstand. Nur auf dem Vordermann oder auf dem ersten? Kann sein, dass der Abstand auf dem ersten gemeint ist. Weil, zwischen den und also zwischen dem ersten und zweiten und dem zweiten und dritten ist eigentlich der gleiche Abstand jeweils. Und nicht auf einmal hier so. Das ist immer auf dem führenden gesehen. Wichtig ist, dass manche Fahrer nicht in die Punkte kommen. Natürlich, wenn alle im Start jetzt richtig Vollgas geben. Das ist eigentlich logisch, dass das passiert. Aber wenn der jetzt nochmal soft fährt, der muss auf. Normalerweise in Software schaffst du keine drei Stops, zwei Stops, ein Stopp. Mein Gott. So, wir tun mal den Reifen und auf Hochstellen. Richtig aggressiv. Vielleicht kann sie ihn ja überholen. Das müssen wir nämlich aufpassen, weil die haben natürlich jetzt alle frische Reifen. Größtenteils. Also kann ich behaupten, gut. Sie bellt erstmal den zweiten Platz. Alle fahren gleich, cool. Wenn man noch über, eigentlich überlegt, weil an sich ist das jetzt genau so das Szenario, wie es eigentlich ganz am Anfang war. Man ist eigentlich das schlechteste Auto. Man muss versuchen, sich halt
Okay, in der Unterliga ist es halt so, du kannst nicht weiter absteigen. Hier halt ja. Aber an sich ist es genau das Gleiche. Wir sind eigentlich das schlechteste Team. Mit einem an sich den schlechtesten Fahrern. Eigentlich würde ich jetzt eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben, glaube ich, gute Fahrer. Verlieren zwar gerade die Position und direkt danach dann in die nächste. Also wenn man einen Platz verliert, verliert man oftmals den zweiten. Er hat sich einen Bremsplatten geholt. Jo, hast du einen Bremsplatten geholt. Was ist jetzt los? Achso, die haben alle jetzt ihre neuen Reifen. Fox hat jetzt nicht die neuen Reifen, trotzdem. Okay. Was ist hier los? Warum bist du so langsam? Was? Ist der Frontflügel kaputt? Ah ja, stimmt. Die Reparaturen kommen ja auch noch. Aber warum die auf einmal so stark nach hinten fällt, das ist ja jetzt... Vielleicht mag das nicht, wenn ich sie beobachte. So, das hat einen zweiten Unfall gebaut. Ha, schön. Oh, viele gerade in der Boxengasse. Ich bin gespannt, wie lange meine Fahrer fahren können. Ich habe jetzt gerade vergessen, dass das Auto noch nicht auf 100% ist, ne? Und die Sachen ja relativ schnell kaputt gehen. Und zurzeit ist ja nur der Frontflügel. Das heißt, beim Boxenstopp wäre der Frontflügel wieder in Ordnung. Hier ist es eigentlich nur das Gleiche, ne? Ja. Solange der Motor und das Getriebe kein Problem hat, ist eigentlich alles okay. Und die verbrauchen Reifen. Zwar haben die jetzt mittlerweile so viel Vorsprung, dass die vor mir aus der Boxengasse wieder rausfahren. Die Reifen schmelzen. Ja, dann schont die mal ein bisschen, ne? Toll. Wieso werden die Reifen denn so schnell warm? So ein bisschen mal schneller fahren, also motormäßig, motorleistungsmäßig. Er ist 13. Oh. Also solange unsere direkten Konkurrenten halt nicht in die Punkte fahren, ist es eigentlich nicht so problematisch, wo man landet. Wir haben schon 29 Sekunden Rückstand auf dem ersten. Er ist ja richtig schnell unterwegs. Das hat mehr genommen. So, der 6. kommt schon wieder aus der Box. Der hat sich also jetzt gerade die Reihenfolge gefahren. Was ist denn hier los? Der Flügel ist kaputt. Ja. Fahr noch ein paar Runden, dann kannst du in die Box kommen. Also, wir werden auf Super Soft gehen. Auf Soft-Reifen gehen. Naja, kein Problem. Ah, die Bremsen und der Heckflügel. Also, wir haben schon mittlerweile ein schnelles Team, aber so schnell sind wir halt auch nicht mit dem, auf 100% kriegen die ganzen Sachen. So, sie kann aber von an sich noch ziemlich lange fahren. Den Reifen, das ist halt ziemlich schade. Also wenn die 15 Tonnen erreichen würde, wäre es gar nicht so verkehrt. Ihn wiederum hole ich jetzt rein. Dann fährt der einem auf Medium. Ich kann eigentlich jetzt so tanken, dass sie durchfahren können. Frontflügel reparieren. So. Ich hoffe, sie hält halt wirklich jetzt durch bis... Ja, die Reifen werden es auf jeden Fall packen. Frage ist, ob sie es nur packt. Der Frontflügel packt. Ja, sie schafft es auf jeden Fall. Oh, cool. Auch neue Grafik. Sehr schön. Er ist immer noch auf 13. Wir machen so viel Vorsprung. Es gibt immer noch Fahrer, die noch nicht in der Box waren. Dazu gehören halt, Bergqvist und Kanjiro, aber ich glaube, der wird jetzt in die Box gehen. Dafür sind die Reifen schon zu kaputt. Flügel, das Problem ist halt ja auch die Bremsen und der Heckflügel. Entweder mache ich einen langen Stopp und spare mir dann halt einen, ja, ich mache auf jeden Fall einen langen Stopp und dadurch spare ich mir dann halt Zeit für den, und werde dann einfach durchfahren. Mit einem Stopp. Wenn wir noch Safety Car haben, also wenn jetzt ein Safety Car käme, dann wäre natürlich richtig schön. Ich krieg hier einfach nicht runter, ne? Selbst wenn ich auf neutral fahre, konservativ fahre. So, 14. Danach noch eine Runde. Das muss der Flügel noch aushalten, bitte. Weil Aufhängung sowie Motor und Getriebe, die werden auf jeden Fall das ganze Rennen durchhalten.
Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Sprit wird auch reichen. Und dadurch, dass wir länger tanken müssen und der Reifenwechsel, okay, die Reifenwechsel und tankt wird alles gleichzeitig. So, danach, okay, das wird auf jeden Fall genauso ein Mittelding. So, jetzt kommst du nach in die Boxengasse. Nochmal Medium-Reifen. Tanken für, sagen wir mal, machen wir mal 17 Runden. Die kriegen wir in der Zeit hin. Das ist schon mal super. Also Heckflügel und die Bremsen machen halt den Stopp 5 Sekunden länger. Ist noch vertretbar sogar. Würde ich mal sagen. Ich dachte eigentlich, dass es länger dauert. Gruß, der wird definitiv nochmal in die Box kommen müssen. Wer ist hinter uns? Almeida ist hinter uns. Saar, Fox. Die müssen sehr wahrscheinlich noch einmal in die Boxengasse. Wir hingegen fahren jetzt in die Box und sind dann durch mit den Boxenstopps. Solange alles funktioniert. Ja, guter Boxenstopp. Kommt als 10. raus. Aber das Problem, was sie am Schluss haben, oder halt ein Vorteil, was sie haben werden, die werden ziemlich wahrscheinlich alle auf Soft wechseln am Schluss. Solange wir erstmal nicht überrundet werden, haben, was das angeht, sogar auch noch Glück. So, du kannst auch Standard fahren. Du kommst sowieso noch einmal in die Box und holst die neue Reifen, Chintino. Wo sind unsere direkten Konkurrenten? Kann man das eigentlich... Ja, leider sieht man nicht die direkten Konkurrenten als Teams. Was mir eins zum Beispiel am, zumindest am jetzt wichtig ist, ist halt, dass wir nicht absteigen und dass wir halt wieder an Geld kommen. Da ist halt dieses Geld, was wir jetzt verbrauchen, sozusagen ziemlich hoch. Es war schön und gut, dass wir jetzt gute Sponsoren haben, die mir viel Geld bringen. Aber halt diese Zuschüsse, die ab und zu mal geben, die sind auch ziemlich gut und Gold wert. Ich gehe davon aus, dass auch manche Autos von denen langsam auch kaputt gehen könnten. Weil die haben ja das gleiche Problem, wie wir haben. So, du fährst auch konservativ. Du fährst jetzt nur noch ein Stück weiter damit. Noch 12 Runden. Oh, du kannst auch richtig Volldampf geben hier im Motor. Wäre nicht schlecht, wenn du noch was aufholen würdest auf deine Vorderleute. Sieht immer so aus, als ob jetzt jeden Moment nur zu regnen, aber es sieht definitiv nicht nach Regen aus. Die bleiben die ganze Zeit, wollte gerade sagen, Bergquist bleibt die ganze Zeit auf dem gleichen Stand. Der Frontflügel schleift. Oh ja, das, ne, der muss da, dann müssen sie jetzt durch. Ja, der wird jetzt durchgefahren. Die Reifen verschleißen schnell. Ja, so zwei Runden muss auf jeden Fall noch fahren. Oh, Fahrer in der Boxengasse. Und, einen haben wir zumindest geholt. Die sind alle jetzt vor uns aus der Box gekommen. Wie weit sind sie denn weg allgemein? Platz 6 muss noch mal sehr wahrscheinlich in die Box. Der 7. platzierte auch. Das heißt, wir wären in dem Moment 7. 6. Ne, da der Fox uns schon überholt hat. Gruß haben wir jetzt überholt, weil er schon Probleme hat mit dem Motor. Oder irgendwas, auf jeden Fall hat er Probleme. Das Film könnte vielleicht mit Glück, würde ich mal jetzt behaupten, einen guten Platz abgeben, mit vielleicht Punkten. Ansonsten haben wir den undankbaren 7. Platz oder 8. Platz halt, also gar nicht so verkehrt. So, Chintino kommt jetzt in die Boxengasse, zieht sich an die Softreifen auf. Oh, das kostet noch nicht mal Zeit, wenn man abtanken würde. Der Flügel. Ach, in Ach, die eine Sekunde oder die Sekunde können wir uns halt nehmen. Das ist immer was Chintino für ihn eigentlich in sich Talent ist, sozusagen. Da er trotz Nackenschmerzen noch relativ weit vorne fährt. Wollte ich gerade nur behaupten, weil McLeod
war gerade ziemlich lang in der Boxengasse. Der war gerade im Fünfter. Du fährst durch. Okay, ich reite es halt wieder aus. Also fürs nächste Rennen wird Bergquist, wenn halt ein Shintino kein Nacktmatten hat, die Sachen bekommen. Die werden alle sehr wahrscheinlich durchfahren jetzt. Ärgerlich, aber können wir leider nichts dran machen jetzt. Der Shintino ist Achter. Oh, das ist mal sehr schön. Du fährst mal auf Neutral, bitte. Und Gas geben im Motor kannst du auch mal. Bei 7 Runden haben wir noch genügend Sprit an Bord. Jetzt sind wir weg. 9 Sekunden. Wieso haben wir jetzt eigentlich diese undankbaren Plätze? Muss keiner von euch in die Box? Fox, Almeida, Hamilton kriegen wir sowieso nicht. Der hat über eine Minute Vorsprung schon. Außerdem müsste das ganze Auto reparieren. Es könnte auch einer ausfallen. Das wäre auch nicht verkehrt. Ja, ich bin nur gespannt. Also wenn es zu brutal wird, dann haben wir zumindest einen Shintino auf dem 8. Platz. Der könnte dann die Position von Bergquist übernehmen. So, ich halte mal auf hoch, wieder zurück. Wir verlieren auf jeden Fall Zeit auf unsere Vorderleute. 12%! Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Spritmesse immer noch gut. Moment, ja, ich wollte gerade sagen, ich will nicht auf euch reinkommen und auf einmal den Frontflügel nicht wechseln. Das heißt, ja, Bergquist muss leider in die Boxengasse. Also 12%, das hält ja auf keinen Fall durch. Fünf Runden sind dann einfach zu viel. 1,48, oh, Shintino ist auch schneller als Almeida, der in der Box ist. Zieh Shintino! Oh, sie hat auch noch Glück. Das gefällt mir jetzt. An sich habe ich wenigstens dagegen, wenn die jetzt beide sich relativ nah sind. Aber die beiden sind mir gerade wieder zu nah aneinander. Wer soll fahren? Lass mal deine Kollegin vorbei, eher gesagt. Der Fünfte ist auch in der Box. Fährt raus. Jetzt lass uns mal vorbeifahren. Ich hätte nicht die frischeren Reifen. Du fährst nicht mal richtig aggressiv jetzt. Zwar hast du jetzt einen undankbaren Platz, aber sie hat ja sehr wahrscheinlich nicht die Chance. Aber der Dritte, wenn der Dritte jetzt auch lang, oh, der, nee, das wäre, wollte gerade sagen, das wäre ein zu brutaler Stopp gewesen. Wenn der Fünfte jetzt nochmal in die Bucht kommen würde, schade. Hätte ja sein können. Vidal. Jawohl. Beide fahren bitte auf Neutral. Wo ist Vidal? Wir sind Fünfter und Sechster auf jeden Fall gerade. Nee, du, jetzt musst du durchfahren. Okay, 28%, ne? Oh, der Motor macht doch und Getriebe macht doch Probleme. Vidal Platz 12. Wo ist Platz 12? Da ist Vidal. So. Das ist schön. Muss ich zugeben, dass die Leute jetzt in die Box fahren und dann raus sind aus dem Rennen. Und nicht halt dann weiterfahren. Okay, man kann ein Auto reparieren und dann halt weiterfahren. Der erste startet die letzte Runde. Oh, ich habe Angst. So, holt nochmal alles aus dem Reifen raus, was geht für die letzte Runde. Sprittmäßig könnt ihr eigentlich auch nochmal Gas geben. Da muss ich nur genau aufpassen jetzt. Ihr könnt nämlich hier Platz 5 und Platz 6 holen. Das wären drei wichtige Punkte im Verbleib um die Meisterschaft hier. Und der siebte wird natürlich jetzt alles geben. Okay, so weit ist jetzt Bergquist jetzt nicht von Shintino weggekommen. Aber Shintino hat ein super Rennen geliefert, das muss ich zugeben. Dafür, dass er Nacktprobleme hat, ist er nur knapp hinter der Teamkollegin. Okay, Sprit reicht locker. Platz 5 für Bergquist, Platz 6 für Shintino.
Da gibt es noch schöne Punkte. Meine Fahrer können feiern nach dem Rennen. Oder ganze Team kann eher feiern. Also mit so einem Ergebnis habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ja, Bergwist hat einen guten Startplatz. Wenn sie es schafft, halt vorne zu bleiben, wäre es gut. Dass sie dann am Anfang ja halt auf Platz 2 rumfährt, das war ja auch sehr, sehr schön. Und da habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Und dass Gentin eigentlich trotz der Probleme, die er eigentlich hatte, noch so weit nach vorne kommt. Also und auf 6 fährt, von 14 auf 6. Ich stimme, Gentino ist der Fahrer des Rennens. So, drei Punkte. Was ist das denn? Durchfahrtsstrafe. Ah, gibt's auch neue Zeichen jetzt. Oh, die haben alle viele Durchfahrtsstrafen bekommen. So, drei Punkte bringen uns einmal Gentino auf Platz 6 der Fahrerliste. Bergquist mit 2 Punkten 8er. Und damit sind wir mit 5 Punkten auf Platz 5. Und das direkt in der ersten Saison bisher, ne? Nach 3 Rennen 5 Punkte. Ja, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben jetzt Krüger Motorsport hinter uns gelassen und Locatelli. Das heißt, Roos, Sabelli und McNeil sind immer noch mit 0 Punkten da. Man darf natürlich nicht unterschätzen, ne? Also, nur weil es jetzt gerade gut läuft, heißt es nicht, dass es die ganze Saison bisher gut läuft, ne? Nicht, dass wir am Schluss der Saison, wäre ich sehr dafür, wenn wir am Ende der Saison um den Titel, um den Sieg fahren würden. Aber ich glaube, da sind wir noch einfach zu weit weg. Oh, man sieht Gewicht. Geil. Das ist ja mal geil. Pyrn Priatlan ist 34 Jahre alt und wiegt 0 Kilogramm. Das ist mal geil. Respekt, hätte ich nicht erwartet, dass man 0 Kilogramm wiegen kann. So, ein bisschen Geld. Damit haben wir knapp minus 3 Millionen. So, Wechsler führt die Meisterschaft an. Wer von denen wird zurzeit absteigen? Velan Racing, also sauber. So, wir sind hier einmal zu einer dänischen Fahrerin und dann einem argentinischen Fahrer. So, Sarinen. Na, wenn der kein Meister wird, dann ist eigentlich total irgendwas schiefgelaufen. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin. Ciao.